Beachte bitte unseren Disclaimer. Ob eine Abspaltung von Siemens für dich als Aktionär wirklich Mehrwert generieren kann, erfährst du heute in unserem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktienanalyse von Modern Value Investing. Mein Name ist Philipp und wir wollen dich dabei aktiv unterstützen, mit Investmentideen mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentideen mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere natürlich die Glocke. Ihr habt diese Woche in unserem Quick-Check abgestimmt bei Facebook, dass ihr möchtet, dass wir die Siemens Healthineers einmal vorrangig besprechen. Das haben wir natürlich getan. Link zum aktuellen Quick-Check findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt gibt es nochmal die ausführliche Betrachtung von Siemens Healthineers. Viel Spaß! Fangen wir an mit den Fakten. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2017. Es hat seinen Sitz in Erlangen in Deutschland und beschäftigt aktuell ca. 52.000 Mitarbeiter und ist, wie gesagt, die Abspaltung von Siemens Medizintechnik-Sparte. Der CEO ist Bernd Montag und die ISIN siehst du natürlich auch hier im Bilde. Und was ist das Geschäftsmodell von Siemens Healthineers? Zu den Kernbereichen zählen die Bildung für Diagnostik und Therapie sowie digitaler Gesundheitsservice und Krankenhausmanagement. Das klingt doch super spannend. Das Unternehmen bietet dabei Röntgen, also Computertomographie, kurz CTs, und Magnetresonanztomographiegeräte sowie Blut- und Urintests an. Also du siehst, es ist breit gefächert. Wichtig ist jetzt natürlich auch die Aktionärsstruktur. Und du solltest wissen, dass wenn du in Siemens Healthineers investierst, dann bist du einem großen Aktionär ausgesetzt und dieser ist einfach nochmal Siemens. Sie halten noch 79,1% aller Anteile an den Siemens Healthineers. Somit sind auch nur 20,9% der Aktien, die verfügbar sind, im freien Umlauf. Natürlich gibt es dann noch, wie bekannt, immer wichtige Investoren, wie zum Beispiel die Norges Bank, Invesco, die Vanguard Group, BlackRock, T. Rowe Price und auch DWS. Aber es gibt nur einen kleinen Teil vom Kuchen auf dem Aktienmarkt. Machen wir weiter mit, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Der Bereich Imaging erzielt 59,6% aller Umsätze. Diagnostics 28,5%, Advanced Therapies 11%. In den USA werden 34% aller Umsätze erzielt, in Europa, im Commonwealth und natürlich auch in Africa und Middle East 24,6% der Umsätze. Asien und Australien erwirtschaftet 14,5% der Umsätze für die Siemens Healthineers, Deutschland 11,9%, China 9,3%. Und Südamerika plus Kanada 5,7%. Ich finde, es ist eine spannende globale und regionale Aufteilung. Schauen wir uns den Chart an und hättest du vor 3 Jahren, sprich im März 2018, 1.000 Euro investiert, wären aus diesen 1.000 Euro 1.237 Euro geworden. Das macht eine Rendite von 23,7%. Das ist nicht wirklich viel, aber was nicht ist, könnte ja vielleicht noch werden. Jetzt schauen wir uns an die Chancen und Risiken. Und da ist einfach wichtig, es wurde die Woche bekannt, bei der geplanten Milliardenübernahme des US-Strahlenspezialisten Varian hat Siemens die Genehmigung der US-Aufsichtsbehörde erhalten. Dazu hat Siemens Healthineers bekannt gegeben, dass sie in den nächsten 5 Jahren mehr als 160 Millionen Euro in den Standort Indien investieren werden. Fleißige Podcast-Hörer von uns wissen, dass Indien wirklich ein hochinteressanter Markt ist, natürlich nicht nur für Medizintechnik. Facebook ist mit dabei, Walmart ist mit dabei, Amazon ist mit dabei. Alle stürzen sich jetzt auf Indien. Vielleicht könnte man sich hierzu mal ein ETF ins Depot legen, um an diesem Trend, den es vielleicht gibt, Indien mit teilzuhaben. Was ist die Peer Group? Ich habe heute mitgebracht Philips, Johnson & Johnson und natürlich auch die Danaher Corporation. Machen wir jetzt weiter mit den fundamentalen Fakten und dem OCT-Aktienscreener. Wir sind auf der Seite vom OCT Aktienscreener, loggen uns natürlich wie immer ein, klicken auf Weiterleitung zum Screener und wir schauen uns jetzt nochmal die Siemens Healthineers ganz genau an. Spannend ist natürlich auch hier mal bei dem Aktienscreener, man hat alles sofort da und wir sehen, wie schon im Quick-Check besprochen, der Qualitätsscore 8 von 15 Punkten. Ja, die Rendite seit 2018 magere 9,37% pro Jahr, aber wie ich schon sage, was nicht ist, kann ja auch noch werden. Der Dividendenscore auch 8 von 15 Punkten. Schauen wir nochmal bei dem ganzen Professional-Thema rein. Und das finde ich doch ganz interessant. Wir sehen hier, wie gesagt, die Analystenentwicklung.
Wir sehen auch, dass wir vom Umsatz eigentlich ja eher stagnieren, als uns weiterzuentwickeln. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir haben jetzt dieses Spin-off gehabt und darum geht es jetzt einfach. Das Spin-off, jetzt werden die Synergien gehoben, natürlich auch die Vorteile, die man hat, wenn man alleine als Unternehmen dasteht. Und ich glaube, wir dürften das in den nächsten Jahren auch wirklich tatsächlich auch mal sehen, wie das hier denn so abläuft. Weil wir sehen ja auch, dass die Dividende, ja, doch, sie steigt zwischen 18 und 19. Ich bin gespannt, wie es wird für das Jahr 2020, ob man hier eine Stagnation, eine Kürzung oder vielleicht doch eine Steigerung macht. Wir haben eine Ausschüttungsquote von knapp 50%. Also man könnte hier vielleicht auch noch mal ein bisschen was anheben. Aber wir haben natürlich auch die Varian-Übernahme. Das darf man nicht vergessen. Schauen wir uns jetzt noch ganz kurz an, hier auch die Entwicklung der Bilanzgrößen. Wir sehen, die Bilanzsumme stagniert auch. Wir sehen aber, dass die Gesamtverbindlichkeiten jetzt wieder steigen seit 2018 und die Verschuldung liegt bei ja aktuell 54%. Ob das wirklich etwas ist, was wir haben wollen, fragwürdig. Machen wir hier auch noch mal weiter. Wir sehen die quartalsweise Umsatz- und Gewinnentwicklung. Also auch hier stehen die Zeichen aktuell noch auf Stagnation. Wir haben einen Petrovski F-Score 7 von 9 möglichen Punkten und das finde ich doch ziemlich akzeptabel. Das Schöne ist, wir sehen auch hier nochmal die gesamte Bilanz von 2015 bis 2019 und wir sehen, das Anlagevermögen hat sich erhöht, das Umlaufvermögen ja etwas erhöht, Cash von 0,07 Milliarden, sind wir jetzt schon bei 0,92 Milliarden. Wir sehen nochmal die ganzen Verbindlichkeiten, wir sehen Umsatz, EBIT und Gewinnentwicklung. Also das gefällt mir doch hier sehr gut. Jetzt gehen wir zurück wie immer zur Präsentation. Wie immer erhältst du auch heute das OCT Aktienscreener-Angebot, was wir für dich herausgehandelt haben. Du kannst den OCT Aktienscreener für nur 9,99 € im Monat testen. In diesem sind die Scores, Bilanzen und Kursdaten von über 20.000 Aktien werbefrei enthalten. Der Screener ist anschließend auch monatlich kündbar. Alle Links dazu und Infos findest du nochmal in der Infobox. Der Link ist aber ganz einfach: www.aktienscreener.com/mvi. Wir wünschen dir viel Spaß mit dem Screener. Jetzt machen wir weiter mit der Einteilung nach Peter Lynch. Und wir sind überzeugt, wir haben hier ein nicht zyklisches Unternehmen. Das heißt, wir sind nicht so abhängig von der Konjunktur. Wir haben ein Gewinnwachstum zwischen 3 und 10%. Eine mittlere Dividende gibt es auch und das bedeutet, wir betrachten doch mal das KGV. Und jetzt kommen wir aber erst nochmal zu den Analysten. 5 Analysten raten kaufen, einer rät aufstocken, 10 sagen halten, 0 sagen reduzieren und nur 2 sagen verkaufen. Der aktuelle Kurs ist 36,8% vom aktuellen höchsten Kursziel entfernt, 13,2 vom Median und nur minus 2,68% vom niedrigsten Kursziel. Es könnte darauf deuten, dass vielleicht die Siemens Healthineers auch ja fair bewertet sind. Machen wir weiter mit den Analystenschätzungen und was sehen wir? Analysten rechnen mit steigendem Umsatz, steigendem EBIT ab 2021. Dieses Jahr erwartet man einen leichten Rückgang. Die Umsatzrendite soll sinken von 15,8 auf 14,7%. Der Gewinn je Aktie soll auch hier zurückgehen. Die Nettomarge geht von 10,8 auf 9,56% zurück. Aber ab 2021 erwarten Analysten auch wieder hier schönes, gesundes Gewinn je Aktie Wachstum. Die Dividende soll angeblich für 2020 gekürzt werden. Ich persönlich glaube nicht wirklich daran. Aber warten wir mal ab, wie es dann am Ende wirklich kommt. Jetzt kommen wir natürlich wie immer zur Checkliste. Punkt Nummer 1. Haben wir ein verständliches Geschäftsmodell? Ja, das haben wir. Und es gibt von mir die Schulnote 1. Ich finde es hervorragend. Dazu glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher sein wird als jetzt, weil wir wollen ja langfristig investieren. Ja, das glaube ich. Wir sind global schön aufgestellt. Dann dazu investieren wir natürlich auch noch in Indien. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Schulnote 2. Dazu kennen wir die Segmente. Wir haben gerade gesehen, es gibt 3 Stück. Und wie ist das Unternehmen global aufgestellt? Wie gesagt, es ist für mich gut aufgestellt. Ich finde es sehr schön. Klar, wir haben Deutschlandanteil von über 10%. Aber das macht nichts, weil wir sind global aufgestellt. Dazu gibt es noch die Investitionen in Indien. Schulnote 2 von meiner Seite. Machen wir weiter. Die Einteilung nach Lynch natürlich Average Grower. Das heißt, wir betrachten das KGV. Und jetzt gehen wir direkt zu der Checkliste für die Average Grower. Punkt Nummer 1. Wie ist das Gewinnwachstum? Und hier haben wir 7,63% prognostiziert auf insgesamt 5 Jahre plus eine Dividendenrendite von 2,36%. Das ist mehr Rendite als 7 bis 9%, die wir vom MSCI World empfehlen oder erwarten können. Das bedeutet Schulnote 2, das finde ich gut. Machen wir weiter. Das historische KGV lag in den letzten Jahren bei 26,5. Wir haben für 2021 23,6
und für 2022/21. Das bedeutet auch schon unter 2. Wir könnten hier eventuell von einer Unterbewertung ausgehen. Machen wir weiter, ob ich kaufen würde. Und ja, ich würde es tatsächlich kaufen als schöne Beimischung fürs Depot. Ich finde, es ist ein spannendes Unternehmen. Ich werde es mir auf jeden Fall genauer anschauen. Was mich natürlich stört, ist dieser Free Float. Wir betrachten das KGV, das ist unsere Hausaufgabe. Aktuell sieht es doch ja attraktiv aus. Insgesamt kriegt Siemens Healthineers von mir eine 1,8, eine Schulnote gut verpasst. So, das war's jetzt von unserer Seite aus von Siemens Healthineers. Schreib uns doch mal in die Kommentare, was denkst du, was hältst du von den Siemens Healthineers? Ich persönlich finde, es ist und bleibt ein spannendes Unternehmen, was man sich näher angucken kann. Wenn man mit geringem Free Float klarkommt, könnte man überlegen, hier mit einer Position einzusteigen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen, oder nein, ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende. Kommentiert, liked und teilt gerne das Video, so unterstützt ihr natürlich auch uns. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao!